Moin moin und hallo, heute zeige ich euch, wie man einen Mops waschen kann. Ich rede jetzt nicht vom Hund, sondern vom Aufnehmer. Damit macht ihr immer den Boden sauber. Das werden wir zusammen mit unseren anderen Aufnehmern, mit diesem vor die Tür werf Aufnehmer zusammen waschen. Dabei könnt ihr auch noch diese Vorleger nehmen, die ihr zum Beispiel im Bad benutzt. Alles zusammen mit unserem Mops. Wenn wir alles zusammen haben, dann schließen wir die Tür unserer Waschmaschine und kommen zu den weiteren Schritten. Kommen wir zur Waschmittelauswahl. Wir haben hier ja solche Lappen etc., die jetzt keinen Schönheitsnobelpreis erringen wollen. Deshalb ist da die Wahl jetzt nicht so gravierend. Wir haben hier ein Allround-Mittel gewählt, was man natürlich auch für Color benutzen kann. Wir schauen auf der anderen Seite wegen der Dosierung. Zuerst mal schaut ihr das Wasserhärtchen. Es gibt weich, mittel und hartes Wasser. Bei uns hier, wo wir uns gerade aufhalten, ist ein hartes Wasser der Fall. Das könnt ihr bei den Stadtwerken erfragen. Dann schaut ihr in der Tabelle weiter drüber. Die Dosierung geht dann auf leicht, normal oder stark. Wir haben eine normale, das heißt, wir werden uns hier unten aufhalten um die 100 Milliliter. Das heißt, wir werden einen Becher voll benutzen, um die Wäsche zu reinigen. Gesagt, getan, wir holen uns jetzt den Becher aus der Verpackung und gießen mal eine komplette Ladung dort rein. Vorsichtig. Vorsichtig, da kommt es. Und voll gemacht. Wo kommt es rein? An eurer Waschmaschine auf der linken Seite gibt es eine Schublade, die ziehen wir heraus und sehen dort eine römische 1, eine römische 2 und so eine Blume. Da kommt, bei der Blume kommt der Weichspüler rein, bei der 1 kommt der Vorwäsche, die wir nicht nutzen, sondern wir gehen direkt in die Hauptwäsche, das ist Fach Nummer 2. Da kippen wir jetzt nun unser Waschmittel herein. Man kann natürlich auch Pulverwaschmittel nutzen. Und wenn das da drin ist, schließen wir die Kammer und sind auch mit der Befüllung der Maschine am Ende. Kommen wir zur Einstellung. Kochbuntwäsche, 40 Grad reicht da voll und ganz aus. Wir wollen ja jetzt hier nichts verkochen lassen. Die Schleuderzahl ist auch in Ordnung bei 1000 und wir schauen, ob Wasser anliegt. Wenn Wasser anliegt, dann können wir den Waschvorgang starten, indem wir einfach auf Start drücken. So, auf geht's. Jetzt spült sie und ich danke euch fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Soon, soon.